So. Oh, macht er das jetzt nicht hier? Ey, du scheiß Handy. So, Siphon, moin. Meine Freunde, wie geht's euch? Ihr habt mich euch wieder vermisst, wa? So, let's go. Alles ready hier. Und wir haben Glück mit dem Wetter, meine Freunde. Es hat heute den ganzen Tag geregnet, aber gegen 16:30 hat es aufgehört. So. Und Ben auch am Start. Moin. Und gegen 16:30 hat es aufgehört. So. Miau Man. Moin, was geht? Alles schick. So, Tag Nummer 9, meine Freunde. Morgen haben wir ein Drittel geschafft. Morgen haben wir ein Drittel geschafft. Oh, ist voll ungewohnt jetzt nach 8 Tagen. Keine Ballersonne hier. Hab auch ein bisschen längeres Shirt an, also kein Muskelshirt mehr. Wir haben hier richtig dicke Wolken, frische Luft. Das heißt, heute werden wir nicht so schwitzen. Denke ich mal nicht. Also schwitzen tue ich auch so immer. Aber meine Hose passt heute nicht. Scheiße. Ich habe die falsche Hose an. Ich habe meine falsche Jogginghose an. Die hat keine Dinger drum zum Festbinden. Jetzt rutscht die immer. Aber ist auch ein gutes Zeichen. Das heißt, ich habe abgenommen. Oder auch nicht. Nächste, moin. Und Werbung, Digga. Und Sebastian, auch am Start. So. Wem treffe ich? Plus 1 Cent. Genau. Plus 1 Cent. Wem treffe ich heute am Olympiastadion? Wem treffe ich heute am Olympiastadion? Nächsten bestimmt wieder, wa? Ah, da kommt er eh nie. Da sagt er, da kommt er, da kommt nie. Der kommt nie. Nie kommt er. So. Mich, wenn du nach Marzahn läufst. Genau. So. Ah. Ja, wie gesagt, das ist jetzt eher spontan gewesen. Hab ja gewartet, bis Wetter Bescheid weiß. Ja. Mich an der Telefonzelle vielleicht. Sehr schön. Super. Na gut. Bei mir war voll sonnig. Echt? Ja, hier war ganzen Tag Regen. Sieht man ja auch noch, ne? Hier sind noch ein paar Witzen. Paar Vizen. Oh, Fahrschule. Aber schon alles trocken hier, wa? Also, es hat so geschüttet den ganzen Tag, aber ist ja nicht kalt eigentlich. Es sind da trotzdem 20 Grad. Ist auch alles hier schnell getrocknet. Hab zwar trotzdem lange Hose an, aber ja. Was, oha? Haben wir schon wieder Funkloch? Ja, immer unterschiedlich. Also hier hat man letztens kein Funkloch, wo wir hier lang gelaufen sind. Also sind die Funklöcher wahrscheinlich unterschiedlich. Leckt das ein bisschen bei mir? Ich weiß gar nicht. Hat das gerade geleckt? Ist auch mal so ein Ding, wenn es bewölkt ist, war. Ist glaube ich auch noch mal die Verbindung schlechter. Müssen wir mal gucken. Da ist ja das Geburtstagskind. Obwohl Kind jetzt nicht alles Gute zum Geburtstag. Wie, Ibis hat Geburtstag heute? Nee. Wie, Ibis hat Geburtstag heute? Mann, ich lasse mir das vor, ey. Nervt. Nee, was? Wer hat was vor Geburtstag? Wie, bitte? Ibis hat Geburtstag? Ich habe noch alles aufgeschrieben. Wie jetzt? Ibis hat Geburtstag. Welchen haben wir heute? Den 9. Echt? Ey, ich habe doch Geburtstage aufgeschrieben. Nicht mal geguckt. Oh, Happy Birthday. Ich habe vorhin schon Ibis geschrieben auf Discord. Also geantwortet. Nicht mal da habe ich Happy Birthday gesagt. Ja, man, ja, man kann ja nicht alles. Ich weiß nicht mal, Geburtstag von meiner Schwester, also von daher. Ja, Happy Birthday, Ibis! Wuhu, wie alt bist du geworden? 25? Wow!
Hätten wir heute doch mal einen IRL-Stream nach Impes machen können. Überraschungsstream. Oh nee, das, hätte ich das mal vorher gewusst wieder. Ja, ich wusste es ja, aber ich habe es irgendwo zu Hause aufgeschrieben. Oh, stell dir mal vor, wir hätten so einen IRL-Stream gemacht, heute Morgen um 8 Uhr los und dann abends bei Impes. Überraschung. Hallo, da sind wir. Happy Birthday. Das wäre doch mal mega. Oha, für nächstes Jahr. Das wäre es gewesen. Ja, das wäre es echt gewesen. Ja, hast du heute gefeiert, Impes? Ach, der kommt. Ich habe auch Impes auch gefragt, so vorhin geantwortet, weil er irgendwas gefragt hat wegen der App hier, Prism Live. Und da habe ich ihm gesagt, so ja, machen wir heute Abend, wenn du noch live bist, machen wir es nach dem Stream. Aber ich denke mal, Impes bist du heute gar nicht live, wenn du Geburtstag hast, war. Bist ja bestimmt dann sturzbesoffen. Ne? So. So. Hängt mir echt auf. Wie weit ist es zum Olympiastadion weg? Eigentlich schon ein ganzes Stückchen. 2 Stunden ist heute geplant. Also wenn ich gut durchkomme, 1 Stunde 45. Denk mal, Pause werden wir heute nicht machen und trinken, weil es war ja nur wegen dem Wetter, dass wir mal Pause gemacht haben, aber bei dem Wetter laufen wir bestimmt durch und brauchen nicht unbedingt was zu trinken, mal gucken. Aber ja, mal sehen. Also spätestens 2 Stunden brauchen wir. Ne? Trinken wichtig. Ja, heute ist nicht so warm. Geht ja schon Gänsehaut hier. Wuhu! So, Fuchs, moin, was geht? Alles schick. Lass mal mal gucken. Ob Handy lädt. Super. Hat mich gar nicht eingeladen, ey. Zu sich nach Hause saufen. Ist echt eine Frechheit, wa, Leute? Aber was sagt ihr dazu? Dass Impes mich nicht eingeladen hat. Finde ich echt nicht in Ordnung. Tim, moin. Super. Bei dem Alten feiert man doch nicht mehr. Nö, feierlich, aber saufen. Ja, ist richtig. Hab auch schon lange nicht mehr gefeiert. Geburtstag. Ach, du musst ja mal das Premium-Short von Impes anschauen, wo er sein Setup zeigt. Okay. Wo hat er das gepostet? Premium Short. Was für ein Premium Short? Ah. Eine Hose. Zweiter Account. Ah. Okay. Da hast du heute gar keine Zeit im Biss, wa? Zu quatschen, wenn du Geburtstag hast, oder machst du heute nichts? Wenn ja, dann schreib mal heute Abend noch, ne? Wenn du nicht gerade live bist. Oder morgen. Ist ja wurscht. So. Ja, das stimmt. Ich hab sogar Impes Tastatur schon angefasst. ich hab auch seine Maus angefasst. Also nicht seine Frau, die Maus halt. Ne, hier die Maus. Also nicht die andere Maus. Ne? Hier die Maus am PC. Die habe ich angefasst. Nicht falsch denken jetzt die Leute. Und wie war's? Wenn man jetzt hört, so, ne? Marci hat Impes Maus angefasst. Wie deine Frau? Nein, die Maus vom PC. Ja, war gut. Hat sich gut angefühlt, also die Maus. Ja. Super. So.
Ah ja, hier kennen wir ja schon. Wir laufen eigentlich denselben Weg, nochmal, den wir schon mal gelaufen sind. Ne, hier ist auch der gute Springbrunnen, wo wir ja gesagt haben, für einen Zehner springe ich rein. Aber heute erst recht nicht. Heute ist es nicht so warm wie letztens. Na, hier ist der gute Springbrunnen. Ey, wir sind da hinten schon am Wilmersdorfer der Straße, Leute. Hey, wir sind doch voll schnell unterwegs. Für einen Fuffi war das, oder? Nee, für einen Zehner eigentlich. Ja, eigentlich relativ billig, wa? Eigentlich relativ billig. Ich müsste ja für einen Fuffi würde ich es machen, ja. Wir müssen aufpassen. Impis ist da. Impis geht arbeiten. Er hat Geld. Und Impis will mal was sehen. Da muss ich aufpassen, dass das Impis da hier wirklich was raushaut. Für Content. Nee, nee. Ich bin schon weg. Ich bin schon wieder weg. Und wenn Spenden sehe ich, glaube ich, eh gar nicht. Von daher. Da muss ich auch mal upgraden, denn auch, dass ich auch Follower sehe und sowas. Das sehe ich alles gar nicht. Voll komisch. Oh mein Gott, da hinten ist schon Wilmersdorfer Straße. Wo wir das letzte Mal hier waren, haben wir 40 Minuten gebraucht. Das ist ja okay, 50 Minuten länger. Moin. Hey, grüß dich. Moin. Jetzt nicht wieder falsch denken, Leute, ne? Auch Männer können gut riechen. Der hat bestimmt ein Date gerade. Der hat bestimmt jetzt ein Date. Wenn man so riecht, da geht man nicht nur einkaufen. So. Geht der bestimmt, ja. So. Schön im Garten chillen oder Camping, was auch immer wir machen. Denn. So, Kipuki, moin, hab dich gerade gesehen am Adenauer. Echt? Und woher weißt du, wie ich heiße? Oha, sehr schön. Woher wusstest du, dass ich, wie ich hier heiße auf Twitch? Kennst du mich schon, ja? Oha. Oha, oha, hättest du da mal was gesagt? Na, sag mal. Och, da ist schon eine Biene. Sehr cool, sehr cool. So, meine Freunde, wir sind jetzt schon am Dingsbahnhof. Oha. Hab nach IRL-Streams gesucht. Ach, echt? Oha. Ja, bei mir ist noch nicht so eine krasse Qualität. Und haben auch immer mal ein bisschen so aus... Ausbrüche von Funklöchern, aber nächstes Jahr wird besser. Dieses Jahr noch nicht, aber nächstes Jahr. So, ich muss auch mal auf Handy gucken gleich. Ich glaube, wir müssen die Straße rein, wo wir letztens Dings getroffen haben. Hier, sag schon, Steffen. Ne? Da müssen wir rein. Und dann immer geradeaus. Sind wir ja gut in der Zeit. Und Handy? Ah, bei der Wärme, also bei den Temperaturen ist der Handy Baba. Könnte ich eigentlich mal testen dann demnächst mal und vielleicht auch nachher noch mal gucken. Oder gleich. Mal das Handy da ein bisschen heller machen. Obwohl eigentlich gucke ich ja da eh nicht rein, von daher. Der Handy, hab ich gesagt, der Handy. Mann, so vorn. Dann natürlich die Handy, ne? Sorry. Heute kam ein lustiger Short. Ich glaube auf Hauptkanal. Ja, auf Hauptkanal. Ich glaube, mich hat jemand fotografiert. Von draußen. Der ist endlich online, der Short. Geh mal Asien Supermarkt.
Das Asien-Supermarkt jetzt oder was? War hier einer gewesen? Hast du einen gesehen gerade? Oder meinst du es generell so? Ja. Ja, das will ich auch mal machen in den 30-Tage-Challenge. Aber erst dann wirklich, wenn es wirklich die ganze Zeit nur regnet. Also morgen soll es ja wirklich nochmal regnen. Also vielleicht die Woche noch mal gucken, wenn es wirklich, wenn ich jetzt die Zeit habe und ich muss raus und es ist Regen, dann habe ich vor zu streamen, wenn ich im Restaurant bin. Ne? Ist auch IRL. Schön dann 10 Minuten hin, in Ruhe essen eine Stunde und dann mal gucken, was man dann noch macht. Oder man macht dann nur eine Stunde Stream, keine Ahnung. Wenn es wirklich draußen die ganze Zeit nur regnet. Oh, morgen mal Tag 10. Die Woche auf jeden Fall, Leute. Die Woche ist eher so spontan, wo ich hingehe. Weil es kommt auch so ein bisschen auf das Wetter drauf an. Ne? Heute war ja auch spontan. Wer hätte es heute den ganzen Tag durchgeregnet, dann wäre ich heute irgendwie in der Nähe oder keine Ahnung, was ich denn gemacht hätte. Aber die Woche ist ein bisschen spontan, wo wir hinlaufen. Nächste Woche soll es ein bisschen besser werden wieder. Also kein Regen. So. Wollen wir Impes ein Geburtstagslied vorsingen, Leute? Hier auf der Straße? Am besten da, wo auch 50 andere Leute sind. Oh Mann. So. Ja? Okay. Ich muss auch kurz meine Lippen anfeuchten. Ich hab gerade ein bisschen geguckt. Sah ein bisschen pervers aus, glaube ich. To you! Und wie war's? War geil, wa? Das kam ja wie gerufen. Der Funkloch kam ja wie gerufen. Geil, Mann. Oh, habt ihr verpasst. Oh, Mensch. Ach, Mann, Leute. So. Okay, ist weg. Gut, meine Freunde. Alles klar. Mein Block. Es ist nicht dein Block. Mein Block. Es ist nicht dein. Ah, nee, es war das falsche Lied, wa? Ach, verdammt, war ja das falsche Lied. Wir wollten ja Geburtstag singen. Warte kurz, geh gleich weiter. Oh Mann, Leute. So. Happy Birthday. Der hat voll komisch geguckt. Okay, nochmal. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Oh nein. War jetzt genau Verbindung weg? Jetzt habe ich aber wirklich gesungen. Oh Scheiße. Warum ist denn hier so eine scheiß Verbindung, ey? Das kann ich ja nicht auf mich sitzen lassen. Oh, es war aber wirklich so schön gesungen. Okay. Gott. Ich mache mich ja hier zum Horst. Okay, Impis. Scheiße. Ey, wir laufen gerade voll falsch, ne? Wir laufen gerade voll falsch. Hab den Fell geklippt. Na wunderbar. Oh, Angriff der Bienen. Wenn ihr wüsstet, was hier im Park los ist, ich kann es euch mal kurz zeigen. Ne? Hier ist voller Park, meine Freunde. Hier sind überall Menschen, da hinten sind auch noch ein paar Jugendliche. Ne? Aber das ist mir auch scheißegal. Ich bin der Marci, bin der Allerechte. Bin auch dabei. Guck mal hier, oh, ist das ein
Ist das ein geiler Spot, oder? Okay. Impis, dieser Track, ja, der Track ist nur für dich, mein Freund. Bist du bereit? Jetzt aber wirklich ohne Internetabbruch, okay? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Impis. Happy Birthday to you. Oha, und hier laufen über Leute lang, Leute, ne? Ey, mir ist nicht peinlich. So, siehst du, alle, sogar mit Zuschauer hier. Sogar mit Live-Zuschauer aus dem Konzert Deller See. Meine Freunde, sehr schön. Okay, wir gehen wieder hoch. Super. Wer hat Geburtstag? Impis hat Geburtstag. Impis ist heute 28 geworden. Ja. Huch. Da komme ich ja doch noch mal in Schwitzen heute. So, wir sind aber auf der Straße. So. Geht zu einem Hundebesitzer und fragt nach einem Kackbeutel. Sagt, du hast da hinten hingekackt und wolltest das nicht da liegen lassen. Das ist aber wirklich gut. Das ist wirklich gut. Das mache ich für 5 Euro, Impis. Oh, Sonnenuntergang schon. Halb. Okay. Aber sowas mit dem Selfie-Stick. Da wissen ja gleich, dass ich die verarsche. Sowas muss undercover passieren. Gut, und dir? Mir geht's auch gut. Guckt euch mal die schöne Sonne an. Habt ihr die auch bei euch zu Hause? So. Nach versteckte Kamera, genau. So. Oh, Scheiße! Oh, ich war Glas auf dem Boden. Randalieren! Randalieren! Oh nein, die. Scheiße. Bin ich jetzt mal beobachtet? Oh Gott, kommt gleich die Polizei. Aber so ein Wetter ist auch mal angenehm. Dass man jetzt nicht so krass schwitzen tut. Aber trotzdem kriege ich auch Durst. Kommt halt vom Reden. Ne? Oh, guck mal hier. Apropos Durst, meine Freunde. Oh, guck mal, was ich gefunden habe. Muss ich aufpassen jetzt. Ein Brunnen. Geil! Lecker! So. Ich guck mich im Auto sogar an. Blöd. So. Da Wolken versteckten bei mir die Sonne. Achso. Hier ist der Funkturm, meine Freunde. Und hier ist Stau. Stau, Funkturm. Funkturm, Stau, Brücke, S-Bahn. So. Back. Guck mal, meine Freunde. Warte mal kurz, irgendwie ist immer noch nicht da, ne? Ja, aber die ganze Zeit, hier ist echt schlechte Verbindung, Leute. Wir sind hier am Funkturm und die Verbindung macht nicht mit. Das ist so nervig. Ich glaube, der Funkturm funkt nicht mehr. Ich glaube, das wird nichts mehr hier. Ich glaube, das wird das wie gestern abbrechen gleich. Jetzt mal euch durch. Ja, wir sind wieder. Oh, wir haben es noch geschafft. Glaube ich, oder?
Hat das wie neu gestartet? Oder ist es noch derselbe? Wir haben es durchgeschafft, Leute. Ich dachte schon eben, Internet ist weg. Schlimm, Alter. Ich renne schon halb, ich kann nicht mehr. Bin ja schon am Sprinten, als ich hier rauskomme aus der Ecke. Aber hier ist da Katastrophe. Ich will hier raus aus der Funkhölle. So. Ich weiß nicht, ob ich richtig bin. So. Oh, verdammt, ey. Ah, hier ist wirklich schlimm. Aber die Sonne ist da draußen, sehr schön. Rennen, ja, ich bin doch schon am Rennen, du Holzbirne. Komm, ich jetzt bin ich auch noch am Schwitzen, weil ich hier so renne. Oder schnell laufe, dass wir hier rauskommen. Ich glaube, jetzt haben wir den größten Teil überstanden. So, Theodor Heusplatz. Theodor Heusplatz. So. Da sind wir doch noch mal, da sind wir ja doch noch mal gut ins Schwitzen gekommen. Oh, Ferris, moin, was geht? Du lebst ja auch noch. Wie geht's dir stets? Wir mussten gerade ein bisschen rennen oder schnell laufen, weil da übelst zu Funklöcher waren. So, jupp, sehr schön. Soweit ganz gut. Und dir? Ja, ich bin in der 30 Tage IRL Challenge. Heute ist Tag 9. Hast sehr viel verpasst, mein Freund. Aber kannst dir alles auf YouTube anschauen. So Kurzfassung. Und auf dem Zweitkanal. So die Highlights. Das geht eigentlich voll fit, die Qualität ist mega. Ja, schlecht ist die nicht, ne? Also ich mache auch mit dem Handy, ich habe extra ein Handy gekauft für IRL-Streaming, damit ich nicht mein privates Handy nehmen muss. Klar, aber ich weiß ja, ich gucke ja auch einen IRL-Streamer sehr gerne, auch aus Berlin, aber ich weiß halt, was noch geht. Und wenn du den Vergleich von seinem Stream zu meinem Stream schaust, dann ist das eine grottenschlechte Qualität. Klar, ich sag ja, für den Anfang reicht es erstmal. Was ich hier mache, das ist vollkommen okay. Aber ich will natürlich das Beste rausholen irgendwann. Ne? Und wir haben auch sehr viele Internetabbrüche hier, also Fehler und sowas. Ne? Wenn Funklöcher da sind und so, also die Verbindung muss auch besser werden. Wenn wir jetzt 18:30 haben, wenn wir jetzt 19 Uhr da sein sollten, bis 19:15, dann muss ich ja den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Ah, 20:30 wird knapp, glaube ich. Muss ich rennen. muss ich zurückrennen. Ich hoffe, dass sich niemand beschwert. Es gibt ja Menschen, die nicht gefilmt werden möchten, beziehungsweise in den Falle von der Kamera sein möchten. Das ist richtig, Ferris. Da passe ich auch schon ein bisschen auf. Ich sehe, habe einen Blick nach vorne. Wenn mir irgendwelche Leute kurios vorkommen, also man hat da schon ein bisschen Menschenkenntnisse, ne?
wenn ich denken könnte, dass die Leute nicht gefilmt werden wollen, dann filme ich mich ja so, ne? Und versuche natürlich dann auch dann so zu filmen, wenn wirklich in den, weil sie sind ja auch schon mal bei mir Görlitzer Bahnhof lang gelaufen. Und da habe ich auch ein bisschen so gefilmt, dass man auch gar nicht die Leute hinter mir sieht, ne? Also da gibt es schon Möglichkeiten, dass man das nicht machen kann. Aber da gibt es schon dann schon gute Ausweismöglichkeiten. Ja. Okay, nee, nicht nur geradeaus. Da vorne müssen wir abbiegen. Ich sag euch mal die Straße. Oh, ist noch ein Stückchen, oha. Richtung. Heißt Olympische Straße, okay. Also bis zum Bahnhof und dann Olympische Straße rein. Oder gleich hier vorne rein, okay. Schauen, was das für eine Straße ist. Das sieht man gar nicht. Ah, das ist auch schon ein Schild, Olympiastadion. Ja, hier rein anscheinend. Oder? Da steht schon dran, ne? Olympiastadion. Wie geil wäre das, wenn heute noch so ein Spiel wäre, da? Das wäre natürlich auch geil. Hätte man vielleicht noch mal vorher gucken sollen, wa? Zum Olympiastadion hätten wir auch gehen können, wenn ein Spiel wäre, wa? Schade eigentlich, egal. So. Oh Mann. Ach ja, heute kommt dann kein Stream mehr auf YouTube. Na, das wisst ihr wahrscheinlich. Das wisst ihr, wa? Dass heute kein Stream mehr kommt auf YouTube. Das wisst ihr, oder? Ja. Super. Ist das auch geklärt. Oh, super. Euch zu knutschen. Ich hab euch drauf. Oh, sehr schön. Die haben dich doch gerade geknutscht. Pass mal auf, nachher waren es, ist es so ein Paar, die gerade eine Affäre hatten. Und nachher lade ich das Video hoch, mache einen Shorts draus. Und dann sieht das die Frau. Wäre lustig. Nein, natürlich. Ah, da ist der S-Bahnhof, stimmt. Ach, guck mal hier. Der U-Bahnhof. Da steige ich nachher ein. Stimmt. Da steige ich nachher ein und dann sieht man dahinter den Wald und dann muss man da durchlaufen. Und dann kommt man da zum Olympiastadion. Alle eine einzelne in den Chat, wenn auch da ist, weil wir haben das Ziel erreicht, aber wir laufen noch bis zum Eingang nach vorne. Aber man sieht da oben schon die Ringe vom Olympiastadion, keine Ahnung, wie man das nennen soll. Da ist genau vor uns das Olympiastadion. Ich weiß gar nicht, ist das Olympiastadion eigentlich noch in Betrieb? Der Weg kommt ja auch ewig vor hier. Man denkt, das Gebäude kommt nicht näher. Keine Ahnung, ja. Ich weiß es auch gerade gar nicht. Aber ich glaube schon, dass es noch mit Betrieb ist. War nicht hier auch mal eine WM oder EM im Olympiastadion in Deutschland? Keine Ahnung, ich will jetzt nichts Falsches sagen. 2006 WM. Und 1974. Echt, 2006 war hier die WM gewesen.
Aber warum war ich denn nicht da gewesen? Wie alt war ich denn da? 2006? 17 war ich da. Okay, da habe ich mich, glaube ich. Doch, da habe ich. Oh, ist es nicht da, wo wir Weltmeister geworden sind? Nee, es war 2016. Das war 2016. In 2-6 Finale sogar. Ah, okay. Krass, krass. Ich komme mir vor wie so ein Touri hier, ey. Der nicht aus Berlin kommt. Das ist super. Guck mal, die machen TikTok. Die machen jetzt gleich einen TikTok. Wollen wir unauffällig zu gucken? wollen wir unauffällig zu gucken? Wir gucken mal unauffällig zu, okay? Psst. Wann geht's los? Alles gut. Was? Dann mach doch mal TikTok. Ey, Mädels, ey. Mädels brauchen immer 5 Jahre, bis die mal anfangen. Wir gucken kurz, ob wir den Chat lesen. So, Süfan, schreib mal was rein als Ablenkung. Schreib mal was rein. Ich muss also tun, als ob ich gerade mit euch rede. Also genau, hier befinden wir uns dann direkt am Olympiastadion, meine Freunde. Na? Und ja, so sieht es nämlich aus hier. Die kommen nicht klar da, ne? Die kommen nicht klar. Mülltrennung ist sehr gut. Okay. Also ich muss die so ein bisschen neben meinen Kopf kriegen. Genau. Dann kann ich daraus einen Shorts machen, weil Shorts ist immer in der Mitte. Aber ich glaube, die kriegen jetzt nicht auf die Reihe, wa? Oh Gott, Weiber, ey. Nee, ich warte doch jetzt nicht da. Aber wenn wir jetzt hier warten, dann kommen wir auch auf die 2 Stunden. Also die brauchen wir einfach zu lange, Leute. Keine Ahnung, ey. Die brauchen wir einfach zu lange. So, okay. Wir machen mal Frontkamera. Hier ist Olympiastadion. Für das krasse Thumbnail. Ne, kriegen wir das so gut drauf? Ich weiß gar nicht, worum wir das Thumbnail machen. Aber wir filmen einfach mal alles. So kann ich mir wenigstens aussuchen, was ich nehme fürs Thumbnail. So. Und so und so und dann nochmal vielleicht mit bisschen mit Himmel. So. Ah, oh, jetzt kommt der LKW wieder zwischen. Ernsthaft? Ach, oh, du. Mann, jetzt kommt der LKW wieder zwischen, ey. Können wir kotzen, ey. So, meine Freunde. Wir haben es geschafft. An Olympiastadion. Ziel erreicht nach 1 Stunde 52. Mega. Mit Laster 10 von 10. Ja, mit Laster 10 von 10. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, dass wir über die 2 Stunden kommen. Aber war mega. Die sind immer noch nicht bereit, ne? Da, wir gucken nochmal schnell hier. Wir können aber jetzt mal wieder unser Zoom-Ding nehmen. Da. Aha, okay. Sieht interessant aus, oder? Sieht interessant aus. Wie gesagt, da ist das Ziel, meine Freunde. Da ist das Ziel. Hier oben, da hinten. Mega. Tag 9 auch beendet. Ich sehe kein Talent. Ich auch noch nicht. Jetzt gehen die wieder. Tschüss. Ciao. Da, ciao. Die haben gewunken. Habe ich das drauf gehabt? Die haben gewunken. Scheiße, jetzt komme ich mir voll dämlich vor, weil ich es im Chat nicht gesehen habe, also im Stream. Die denken sich jetzt auch. Nee, die haben gewunken. Doch, wirklich. Die haben auch zurückgewunken. Mann, doch wirklich. Wenn die nicht zurückgewunken haben, dann schneide ich das raus. Das kommt da nicht ins Video rein, wenn das nicht drauf ist. So. Oh Mann, okay. Ja, ich würde sagen, für das Video machen wir jetzt hier einen Cut, meine Freunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen. War ein nicer Stream. Und Tag 9 erreicht. In dem Sinne sehen wir uns denn Tag 20. Nee, das kommt nach 9. Sehen wir uns Tag 10 wieder, meine Freunde. Wir können ja von 9 auf 20 springen. Können wir auch machen, genau. In dem Sinne, genau, bei YouTube.
Wir sehen uns im nächsten Video, Tag 10. Also haut da rein. Ciao. Jetzt kommen die Mädels hinterhergelaufen, die Mädels. Da siehst du, ich sag's doch. Da sind sie. Da sind die Mädels. Jetzt tauchen die mich. Ich wusste doch, die sind nicht süß. Was ist denn hier los? Ah, jetzt kommen mal wieder richtig krasse Highlights hier, meine Freunde. Das muss ich irgendwie ins Video noch reinschneiden. Nee, lieber nicht. Weil hier sind richtig Mädels mit kurzen Rücken. So was wir nicht drin haben. Da, 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 da. Super. Genau, da sind sie alle. Welches Mädel hat geguckt? Alle gucken. Er macht jetzt einmal auf und nimmt jetzt zusammen. Impis! Da ist Impis wieder am Start, ne? Oh, meine Freunde, habt ihr mal Bock? Was? Jetzt habe ich einen richtig geilen Hotspot noch. Hier in Berlin gab es ja mal einen Plenterwald, also einen Freizeitpark, der zu 95% schon abgebaut ist, aber da ist noch eine alte Achterbahn, die richtig vergammelt ist. Ich war auch letztes Mal vor 10 Jahren da. Ich weiß gar nicht, wie es heute aussieht, ob die Achterbahn immer noch da ist. Habt ihr mal Bock, so ein Lost Place zu sehen? So einen alten Freizeitpark? Dann könnt ihr auch googeln, wie da mal früher aussah. Da war ich als Kind immer drauf gewesen. So richtig? Ah, da können wir uns da wenigstens hinsetzen. So, meine Freunde. Oh, meine Beine. Ja, ist schon cool. Ich bin hier einfach am U-Bahnhof und bin live. Dass ich das mal erleben darf, ist ja Wahnsinn. Früher saß ich hier ganz alleine. Ganz alleine, wie ist das? Geschafft. Ja, aber wie gesagt, Plenterwald oder Plenterpark, das nehmen wir uns auch noch vor, denn. Aber dann am besten, wenn es nicht regnet, weil sonst ist alles zu matschig. Matschig, genau wie dein Name. Oha. Da kommt meine U-Bahn. In dem Sinne, sei vollzügig, genau. Bis morgen, wenn ich am Start ist, dann bis übermorgen oder die Tage. Ne? Haut da rein, meine Freunde. Oh!